KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Eine Frau verschwindet spurlos. Und hier hat Ihre Frau geschlafen, ja? Sie sehen doch selbst das ganze Blut. Ja, Sie meinen wirklich, das Blut ist von Ihrer Frau, ja? Von wem denn sonst? Irgendwas Furchtbares muss passiert sein. Ja, Sie sollten jetzt mal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Erzählen Sie erst mal der Reihe nach, was hier passiert ist. Ach, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin gegen Mitternacht ins Bett, meine Frau war noch unten. Ja, dann bin ich eingeschlafen und mehr weiß ich nicht. Ja, und wann sind Sie wieder aufgewacht? So vor einer Dreiviertelstunde. Und dann habe ich gemerkt, dass Katja nicht da ist. Und weil dieses Blut stattdessen. Ja, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wo sie sein könnte. Haben Sie schon mal versucht, sie anzurufen? Ach, hätte ich ja gerne gemacht, aber ihr Handy liegt ja noch hier. Und im Haus habe ich überall schon gesucht. Also irgendwas muss passiert sein. Vielleicht ist sie entführt, ermordet oder beides. Ich weiß es doch auch nicht. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Vielleicht gibt es für das Ganze hier eine logische Erklärung. Ja, vielleicht hatte sie Nasenbluten oder sowas und musste zum Arzt. Ich bitte Sie, dann hätte sie mir doch Bescheid gesagt. Hatte Ihre Frau denn irgendwelche Probleme? Nicht, dass ich wüsste, nein. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja, das ist meine Katja. Und wie läuft es so bei Ihnen in der Ehe? In unserer Ehe? In unserer Ehe läuft's perfekt. Wir haben gestern Abend hier noch mit den ganzen Freunden zusammengesessen und haben auf ihre bestandene Diplomprüfung angestoßen. Und wir waren alle super drauf. Können Sie mir mal erklären, wer alle ist, welche Personen hier waren? Ich und meine Frau. Mein Schwiegervater, seine Schwester Marion, ja und Heidi, also Heidi Gellert, die beste Freundin von meiner Frau. Heidi Gellert. Ja, die ist oben noch im Gästezimmer im Moment. Ach, die hat hier übernachtet? Ja, ja. Michael, ich habe zur Sicherheit mal die Spurensicherung informiert. Also ich konnte auf die Schnelle keine Einbruchspuren feststellen. Oh. Also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Hier läuft eine Party und Sie gehen schon mal früh ins Bett und schlafen dann so fest, dass Sie gar nichts mehr mitkriegen? Das verstehe ich ja selber auch nicht. Ich habe gestern wirklich nicht viel Alkohol getrunken und ich bin ins Bett gefallen wie tot. Mhm. Robert, oben ist eine Frau Gellert, die hat die vergangene Nacht hier übernachtet. Vielleicht kannst du schon mal mit ihr sprechen. Alles klar. Wo finde ich die bitte? Erste Etage, dritte Tür rechts ist die. Alles klar, danke. Okay. Hat denn außer ihr noch jemand hier geschlafen oder war sie die Einzige? Nein, sie war die Einzige. Gut. Gehen wir mal davon aus, dass ihre Frau entführt sein sollte. Dann wird es ja wahrscheinlich auch eine Lösegeldforderung geben. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann denke ich mal, dass sie vermögend sind, oder? Das sieht nur so aus. Das Haus gehört meinem Schwiegervater, millionenschwerer Unternehmer. Und wir dürfen halt umsonst hier wohnen. Manchmal ist es halt von Vorteil, wenn man einen reichen Vater hat. Ja, da sagen Sie was. Haben Sie denn als Erster die Party verlassen gestern? Nee, mein Schwiegervater und seine Schwester, die sind zuerst gegangen. Naja, und Katja und ihre Freundin, die haben dann noch eine ganze Weile hier unten zusammengesessen. Das Geschirr von vergangener Nacht, ist da schon abgewaschen? Entschuldigen Sie bitte, wenn das hier echt nur so chaotisch aussieht. Ja, das macht ja nichts. Können Sie sich noch erinnern, aus welchem Glas Sie getrunken haben? Wofür ist denn das wichtig? Naja, ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, wenn man nicht mitkriegt, dass seine eigene Frau verschwindet. Zumal das Ganze ja gewaltsam abgelaufen sein muss und sowas macht Krach. Moment, wollen Sie da etwas sagen, dass ich lüge oder was? Ich will zumindest damit sagen, dass Sie außergewöhnlich tief geschlafen haben. Moment, Sie meinen, mir hat jemand was ins Glas getan, damit ich nicht wach werde, wenn meine Frau entführt wird? Das wäre zumindest möglich, ja. Hier, das ist mein Glas. Ich war der Einzige, der gestern Abend Rotwein getrunken hat, hundertprozentig. Das hier, ja. Na gut, dann werden wir den Inhalt auf jeden Fall mal untersuchen lassen. Guten Morgen. Sind Sie auch von der Kripo? Mein Name ist Naseband. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo Ihre Freundin stecken könnte? Ja, sollten Sie mal Nico fragen. Hast du es endlich geschafft? Ist sie abgehauen? Was hast du mit ihr gemacht, hä? Was ich mit ihr gemacht habe? Sag mal, spinnst du oder was? Ich habe überhaupt nichts mit ihr gemacht. Wir gehen raus und sprechen weiter. Was war denn das? Also mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was der Auftritt sollte. Katja ist nicht entführt worden. Die hatte von ihm vermutlich die Schnauze voll und ist einfach abgehauen. Wie? Sie haben doch gestern noch zusammen gefeiert. Ja, wir haben gefeiert. Nico saß nur daneben und hat schlechte Laune verbreitet. Aha. Also war die Ehe nicht so toll? Ach, scheiße war die. Katja hätte sich doch am liebsten getrennt. Im Sommer hat sie Nico mal so Andeutungen gemacht, von wegen getrennte Wege gehen und so. Da hat er sie grün und blau geschlagen. Was? Und hat sie ihn angezeigt?
Nee, er hat gesagt, wenn sie das tut, bringt er sie um. Einmal ist mir die Hand ausgerutscht, aber das kommt in den besten Familien vor. Nee, das kommt es nicht. Wenn ich überlege, wie oft ich damals von meinem Vater geschlagen wurde, dagegen war das echt gar nichts. Hören Sie, Frauen zu schlagen, ist meiner Meinung nach das Allerletzte. Ja, okay, ich weiß auch, dass das nicht richtig war. Aber Mensch, wir führen sonst wirklich eine gute Ehe. Klar. Katja hatte panische Angst vor Nico, der totale Horror. Der Typ hätte sie doch überall hin verfolgt, deswegen ist sie auch nicht zur Polizei gegangen. Und Sie glauben, Ihre Freundin ist einfach abgehauen und hält sich jetzt irgendwo versteckt? Ja, eigentlich schon. Obwohl, wie kommt dann das Blut ins Bett? Außerdem finde ich es echt komisch, dass Katja mich nicht eingeweiht hat. Was passiert denn jetzt? Wie wollen Sie Katja denn finden? Naja, wir werden eine Fahndung nach ihr ausgeben. Also, wenn ich Ihnen irgendwie bei der Suche behilflich sein kann, sagen Sie mir einfach Bescheid. Hören Sie, ich mache wirklich alles, wenn ich Ihnen damit helfen kann. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal zu einem Arzt, der sich Ihren Körper anschauen wird. Ob der vielleicht irgendwelche Spuren eines Kampfes aufweist. Nur so können wir sicher gehen, dass Sie wirklich nichts mit dem Verschwinden Ihrer Frau zu tun haben. Wenn Sie meinen, bitteschön, kein Problem. Laut des ärztlichen Berichts weist der Körper von Nico Wehner keine Kampfspuren und auch keine Kratzspuren auf. Lediglich die DNA-Spur seiner Frau ist gefunden worden, aber damit konnten wir rechnen. Ja klar, die beiden leben zusammen. Ach, ist das der Bericht der Spurensicherung? Dankeschön. Michael hat tatsächlich recht gehabt. In dem Glas des Ehemanns wurden Reste eines Schlafmittels gefunden. Dann wollte ihn jemand tatsächlich außer Gefecht setzen. Oder aber er hat selbst was mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun. Vielleicht hat er das Schlafmittel selbst in das Glas getan, um den Verdacht von sich zu lenken. Ja, aber warum die ganze Sache? Vielleicht erwartet er ein dickes Erbe? Das ist Herr Wehner, der Vater der Vermissten. Herr Wehner, nehmen Sie bitte Platz. Meine Kollegen, Frau Rietz und Herr Grass. Tag. Die Angaben von Herrn Wehner decken sich mit unseren bisherigen Aussagen. Haben Sie vielleicht in der Ehe Ihrer Tochter mal irgendetwas von Gewalttätigkeit mitbekommen? Nein, aber ich kann mir das von meinem Schwiegersohn sehr gut vorstellen. Also ich halte nicht viel von ihm. Und wieso? Was haben Sie denn gegen ihn? Er ist ein Schmarotzer. Ich habe meine Tochter überredet, einen Ehevertrag zu machen. Im Fall einer Scheidung geht der Knabe nämlich leer aus. Könnten Sie sich vorstellen, dass er konkret etwas mit dem Verschwinden Ihrer Tochter zu tun hat? Also, ich habe keinen Beweis, aber so vom Bauchgefühl her, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber vielleicht fragen Sie mal meine Schwester. Marion hat mehr Kontakt mit ihm. Und wo finden wir die? Also, am besten versuchen Sie es in Ihrem Blumenladen. Also, sie wohnt da gleich oben drüber. Kripo? Sie kommen doch nicht wegen meiner Schulden. So schlimm, dass Sie gleich die Polizei vermuten? Naja, mein Vermieter hat mir eine Räumungsklage angehängt. Da kann man ja nie wissen. Nein, also wegen Ihrer Finanzen sind wir nicht hier. Es geht um Ihre Nichte Katja, deren Mann glaubt, dass sie entführt wurde. Wie? Entführt? Was ist denn passiert? Das wissen wir noch nicht. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Nichte? Gut, ich habe Katja wie meine eigene Tochter großgezogen nach dem Tod ihrer Mutter. Sie waren doch auch bei dieser kleinen Feier gestern. Ist da irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Es war wie immer. Katja und mein Bruder haben nur zusammen gesprochen. Mein Bruder hat Nico völlig ignoriert. Nichts Außergewöhnliches. Mhm. Was ist der Nico denn für ein Mensch? Naja, Katja und er haben sich kennengelernt, hat Nico noch in einem Wohnwagen gewohnt. Sie können sich vorstellen, der absolute Traumschwiegersohn. Mhm. Verstehe. Und mein Bruder und Katja haben sogar darauf bestanden, dass er unseren Namen annimmt, damit das Familienunternehmen in diesem Namen weitergeführt wird. Aha, das ist interessant. Also, er ist dann wahrscheinlich auch von ihr finanziell abhängig, oder? Ja, schon, aber steht er unter Verdacht? Nee, im Augenblick sind das alles noch Routinefragen. Aber sagen Sie mal, gibt es denn da jemanden bei Ihnen in der Familie, der für eine solche Tat in Frage käme? Eigentlich ich. Ich bin die Einzige, die Schulden hat. Das Geschäft läuft nicht gut und heute wird auch keiner mehr Geld für Pflanzen ausgeben. Aber ich denke, Ihr Bruder ist so vermögend. Ja, schon, aber ich habe den schon so oft angepumpt. Das heißt, Sie haben diese Geldschwierigkeiten schon länger? Ja, schon etwas länger. Und ich habe halt ein paar Fehler gemacht in meinem Leben. Und ich möchte nicht, dass mein Bruder dafür gerade steht. Aber wichtiger ist, was werden Sie wegen meiner Nichte unternehmen? Naja, ein potenzieller Entführer hat sich noch nicht gemeldet. Wir werden Sie zur Fahndung ausschreiben und gucken.